Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Let's Play Minecraft Mindheim, und zwar müsste das jetzt die 51. Folge sein. Ich habe mich mal hier hinten ein bisschen platziert. Ich tue hier mal so ein bisschen Stein zum Schmelzen, weil ich will, habe ich meinen Kopfhörer an? Ja, habe ich an. Ein bisschen, weil wir ein bisschen Gunpowder farmen, also quasi eine Creeper Farm. Ich hoffe mal, dass das hier in der Hardcore funktioniert. Wir brauchen zuerst ein, wie mache ich denn, Campfire. Ah, ich brauche eine Kohle dafür. Interessant. Habe ich sowas noch? Ja, 8 Stück habe ich. Weil ein Campfire reicht. Ah, ich brauche Stöcke. Ah. Da waren wir mal 2. Und dann buddeln wir uns mal hier irgendwo kurz ein. So. Und buddeln hier mal zu. Ja, hiermit einfach. Und setzen hier das Campfire hin. Wenn das hier steht, dann haben wir. Ne, das war die falsche Taste. Ich wollte F3 drücken. Das Light Level haben wir 13, 12, 11, 10, wahrscheinlich dann 9, 8, 7, 6. Habe ich jetzt hier die getauscht? Ja, habe ich. Will aber nicht. Also hier hätte ich Light Level 6. Ich suche es gerade, warte, warte, warte. Da, 5 sogar. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Blöcke entfernt. Müsste reichen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. So, dann platziere ich hier gerade mal wieder zu. Haben wir noch irgendwelche anderen Blöcke? Da. Hauptsache, wir haben zugemacht. So, 1, 2. So, also 7 Blöcke circa. Müsste das weg sein, aber 8. Oder was habe ich gesagt? Ja, machen wir einfach 10, fertig. Das würde bedeuten, wir machen hier jetzt erstmal eine Werkbank. Ah, die haben wir sogar da. Sehr gut. Die nehmen wir uns mal mit. Dann machen wir uns einen Hopper. Chest, also ganz viele Kisten. Und zwar. Ja, im Prinzip reicht ja einer. Oder? Ne, wir bauen das so, wie ich das in meiner Testwelt gemacht habe mit 9. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ne, das schickt noch nicht. So, 8, 9. So, habe ich hinten noch ein Bett? Weil dann müsste ich nämlich nicht immer nach vorne laufen. Das wäre was Feines. Jo, habe ich. Gute Nacht und erstmal einen Schluck Wasser trinken. So, und da seht ihr schon, wie das TNT flubbert. Und zwar wird das hier die Mitte dann sein. Das bedeutet, ich brauche aber auch noch mehr Campfires. Das bedeutet, warte mal, es brauche ich ein paar Stöcker noch. Campfire 6, 7. Was fehlt mir denn noch? 8. Jetzt fehlt, kann ich hier mal machen. Holzstöcke. Ach, Holz fehlt mir. Habe ich zufällig nicht, ich habe kein Boot. Hui. Holz fehlt mir. Oh ja, wir müssen wieder mal Holz farmen. Das heißt einfach mal den Wald roden und alles ausleuchten. Irgendwann mal. Campfire, so hatten wir 8, 9. Das würde bedeuten, wir machen jetzt erstmal die neuen Hopper. 10, nee. Wie komme ich darauf, dass ich 10 Kisten habe? Achso, ja, jetzt weiß ich wieder. Setz mir nämlich die eine Kiste erstmal hier hin. So, und bauen das ab.
Dann kommen die neuen Hopper hier rein. Da, 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 da. Da, da und da. Genau, und da kommen dann die Camper erst auf. So, das Schöne ist ja, dass man mit den Steinen ja ganz schnell, weil ich ja keine Stufen machen muss oder sonst irgendwas, kann ich einfach zapp machen und so, so, so. Haben wir, warte mal, wir haben jetzt 7 vom Block. Wenn ich jetzt hier die das hinsetze, habe ich vom Block 13. Dann habe ich 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ich denke mal, das schickt. So, das Campfire muss allerdings da bleiben, weil sonst... Naja. Haben wir das Problem, dass hier Sachen spawnen, beziehungsweise dass dann nicht genug spawnen in der ersten Etage. Und ich muss ja dann auch, ich muss erstmal eine Plattform bauen, wo ich sammeln. Ja, gut, dann hätte ich das gar nicht so hoch bauen müssen, glaube ich. Dann wäre das eigentlich Wurst. Ja, da habe ich vollkommen recht. Das ist eigentlich Blödsinn, was ich baue. Aber prinzipiell muss ich einfach nur hier. Ich baue das aber trotzdem mal hier so hoch. Und zwar muss ich das so machen. 1, 2, warte mal. Oh, jetzt komme ich mir ja da. Naja, ist egal. 2, 3, 4, 5. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und zwar kommt das so und so. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das so richtig ist. Oder, ne, ich baue das hier in Luft fertig aus Ende. So, jetzt muss ich mal gerade sehen, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Blöcke. Das heißt, hier hätten wir jetzt schon den 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Und ich mach mal einen kleinen Cut hier rein, wenn ich die Plattform fertig habe. Und so das habe, wie ich das gerne hätte. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, das Wasser ist schon mal hier drin. Jetzt muss ich mal überlegen, wie komme ich denn gleich einfach hier hoch. Ich glaube, ich baue mir mal provisorisch hier so eine Treppe hin. So, so, so und so. Und den baue ich wieder ab und den auch. Hier habe ich einmal schön die Wasserstrüdelchen gebaut. Hier, das kann ich eigentlich abbauen, weil das brauche ich nicht mehr. Und habe mir mal markiert, wo jetzt hier die Mitte quasi ist. Bin dann halt einfach hochgegangen, nachdem ich das Wasser fertig hatte. Hab mir erstmal wehgetan. Genau 5 Eimer gemacht. Insgesamt. Hab dann hier oben markiert, so, ja, ich möchte 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke in jede Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. Weil hier kommt nämlich nachher eine Falltür hin. Und dann habe ich schon wieder ein paar, also ich habe auf jeden Fall ein paar weniger Blöcke, wie jetzt hier insgesamt sind. Und wenn ich die Etage, also wenn ich die Farm erstmal so 4 Etagen oder 3 baue, reicht das, weil ich habe in Survival-Welt, also nicht Survival, in der Creative-Welt, habe ich das ausprobiert, habe ich 10 Etagen gemacht. Da ist ja der Hopper fast langsamer. Aber dafür spawnen da halt auch nur die Einzelnen, also deshalb mal gucken. Wir brauchen ja auch nicht ganz so viel. Und irgendwann wird das sowieso überlaufen. So, dann müssten wir jetzt im Prinzip... Ach, jetzt wird sich auch geben. Oh. 1, 2, 3, so genau. Jetzt bauen wir im Prinzip dasselbe erstmal nochmal. Also prinzipiell, stopp, da nicht.
So, so. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste ja richtig sein. Dann so, 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 so. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 2, 3, 4, 5. So. Oh. Ich falle auch immer nicht hier raus, wo ich nicht, also immer woanders raus. So, das müsste jetzt die Etage 1 zu 1 sein. So, genau. Dann kann man das abbauen. Das brauche ich nämlich erstmal nicht. Dann müssen wir als nächstes, was machen wir? Machen wir das als nächstes? Ich glaube, wir holen uns erstmal eine Katze. Eine Katze und Holz, weil wir jetzt brauchen wir ganz viel Holz. Also, wenn wir jetzt, wie viele Katzen haben wir denn eigentlich? Katze, komm mal. Du doofe Katze, kommst mal hier zu dieser Katze. Und ich nehme erstmal zwei Fischis. Ups. Töte dich gleich, du. So, Katzen, ich hole euch jetzt erstmal hin. Mal gucken. Teleportiert ihr euch? Eine wenigstens? Jawohl, eine ist wenigstens da. So, sehr gut. Eine ist da. Dann hole ich jetzt eben die zweite. Ich habe schon wieder drei Golems. Yay. So, wo habe ich denn sonst noch eine Katze? Ich habe hier irgendwo noch. Hier die schwarze. Die lasse ich aber da. Die ist nämlich geil. Komm mit. Ja, das ist so. Das ist ja. Hier ist ja zum Glück nur eine Kiste, ne, sind zwei. Komm. Warte. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Ich weiß schon genau, warum das in Survival keinen Spaß macht. Ah, ich hab's Holz vergessen, ich weiß. Ja, ihr habt schon geschrieben. So, Katze, kommst du? Oh nö, die kann sich jetzt nicht teleportieren, weil die nicht hier hochkommt. Oder? Hat die noch eine andere Kiste gefunden? Hä, wo ist die? Ah, da ist sie. Weißt du was, ich baue. Doch, die kommt mit. Komm mal mit hier hin, Katze. So, ich hole jetzt auf jeden Fall. Ne, die großen, den tue ich jetzt erst ein. Also die eine. Ich nehme jetzt eine Leine. Davon hatte ich, glaube ich, noch ein paar. Irgendwo hier bei Rohstoffen bestimmt. Genau. Eine reicht. So, warte, wenn ich schon hier bin. Nehmen wir dafür Spruce oder. Wir nehmen Dark Oak. Dark Oak macht dunkler. Stimmt zwar nicht, aber. So, dann baue ich eine Treppe hier hin. Zap, 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 zap. So, dann nehme ich dich an die Leine. So, genau, du kommst jetzt mit. So, du hast jetzt die Wahl. Du kommst hier ganz normal gediegen mit hoch, wie jede andere Katze auch.
Also diese Katzenmechanik, die verstehe ich echt nicht. Wehe, du fällst runter. Nein, nicht doller. Wehe, du fällst runter. Komm hier lang. Setz. Dankeschön. So, dann hätten wir schon mal die erste Katze hier. Das bedeutet, das geht halt alles nahe immer weiter und immer weiter. Und dann machen wir eine. Nicht eine, nicht gar eine. Werkbank. Wofür ich kein Holz habe. Dann mache ich. Warte, stopp. So. Nein, nein. Die. Ganz, ganz genau. So, da eine hin, da. Da eine hin, da eine hin und da eine hin. Und wir gehen erstmal schlafen. Dann brauchen wir erstmal ein bisschen Teppich. Habe ich eine Schere dabei? Ne, dann mache ich mir eine. Oh, falsche Richtung ausgestiegen. Und zwar, welche Farbe nehmen wir denn? Wir nehmen Schwarz. So, ach guck, sehr gut. So. Warte mal, bevor wir das machen, um das noch ein bisschen weiter zu erklären, hier werden nachher nur Creepers. Warte mal, ist das richtig? Also wird das ja auf jeden Fall. Ja doch, komm, das lasse ich so. Nein, das ist falsch. Und zwar. Müssen wir hier ganz viele von denen setzen, so, so und so. 2, 3, 4, 5. So, die können wir eigentlich bis auf die 2 erstmal runter machen. Also, wir machen das jetzt ganz einfach wie folgt. Wir brauchen mal die Werkbank, damit wir Carpet machen können. Wie kriege ich denn Yellow Carpet? So. Ich hoffe mal, das reicht. Und zwar müssen wir ja vermeiden, dass quasi andere Monster spawnen. Das heißt, Skeletten vermeiden wir, indem wir hier überall Falltüren dran machen, weil die können hier nicht spawnen. Wir können zwar hier langlaufen. Und im Zuge dessen, beziehungsweise machen wir das ja erstmal. Setzen hier alles voll mit Falltüren. So, jetzt habe ich bestimmt, ja, habe ich auch keine mehr. Habe ich schon über ein Stack. Falte verbraten.
Ja, wenn wir das gemacht haben, ist der Rest eigentlich ganz einfach. Weil dann hätten wir im Prinzip nur noch die, wie heißen, schon wieder alles leer. Was geht hier so ab? Nee, nicht Carpet, doch. Nehme ich die Schlange. Ja gut, da kommt theoretisch auch noch was dran, aber nicht jetzt. So, das heißt, jetzt können nur noch Spinnen und Creeper spawnen. Spinnen spawnen in einem Feld von 3x3. Das bedeutet, wenn ich hier diese Blöcke schon mal setze. War das richtig? Ja, es war richtig. Habe ich jetzt nur noch. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage. Wenn ich hier setze, habe ich hier ein 3x3 Feld, das ist richtig. Wenn ich den da einsetze, habe ich hier nur noch ein 3x3 Feld, das bedeutet. Wie habe ich das denn gemacht? Oder habe ich die. Ja, ich glaube, ich hatte das eins größer. Hier, ich baue das gerade noch mal hier am Rand noch mal eins größer. Und zwar so und so. Oder? Ja. So, ich habe das Muster jetzt festgelegt und zwar sieht das ganz einfach easy so aus. Jetzt gibt es nämlich hier keine 3x3 Fläche mehr, wo die spawnen können. Und sobald die spawnen, sehen die den rüber und laufen hier drüber und zapp, tot. Und ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, ist noch eine positive Bewertung da. Hier werden wir dann ein bisschen weiterbauen. Und tschüss.